Dann sind immer mit dem Becken. Ja? Kopf ist oben, dann geht es hier runter. Und dann bewegt sich nach wie vor. Also das bleibt dabei, ne? Vom Geschlecht her ist es ein Bub. Ja, mal sehen. So. Wir sind drin. Das hat man, Sie sagen einfach, wenn es so weit ist. Ja, wir haben hier eine Beckenendlage, eine erste Beckenendlage. Aber wie gesagt, das spielt nicht die Rolle. Ne? Dann haben wir diesen biprojektalen Durchmesser von 43,16 mm. Front- und Occipital von 51,79 mm. Kopfumfang 15,68 cm. Thorax quer, dann ist von einer Rippe zur Gegenrippe, haben wir 39,25 mm und Lumenumfang 131,7 mm. Sitzt da unten drin. Ein Fuß da drin, aber ich brauche den Oberschenkel. Das Knie. Femurlänge 2,8 cm. Ihr Kammerblick ist da und Magenblase. Gut. Ansonsten Hinterband, Plazenta, auch überfällig. Danke, ne? Das haben wir. So. Also, wie gesagt, Geschlecht weiter so. Von Maßen hier in Ordnung. Hier sind die Bobser. Hier ist ne, die Wirbelsäule, hier geht es rund, der Po, hier unten ist die Blase, hier hockt es so, hier sind die Füße, hier hinten rum, hier das Bäuche, hier die Herzaktion, hier das Händchen ne, und hier die Köpfchen. Kopf halt hier oben, wo ist es halt. Und darf hier alles noch sein, ne? Darf hier alles noch sein. Ne, wir sehen es hier nochmal so von der Seite, ne? Aber das sieht gut aus. Klappt. Ja. Schön, ne? Also das gedeiht, das wächst, ne? Wird sich dann schon mal in die richtige Position drehen. Also das sieht gut aus. Fein.